Willkommen bei Medizinmensch. In dieser Folge lernst du über zu hohes Ferritin. Wir besprechen die wichtigsten Gründe für zu hohes Ferritin und wichtige Beispiele, die dir dabei helfen werden, hohes Ferritin besser zu verstehen. Eine wichtige Aufgabe von Ferritin ist die Speicherung von freiem Eisen. Da freies Eisen auf den Organismus toxisch wirken kann, wenn das Niveau zu hoch ist. Aus diesem Grund wird beim hohen Spiegel von freiem Eisen dieses in Form von Ferritin gespeichert. In weiterer Folge wird die Menge an Ferritin zunehmen und der Spiegel von freiem Eisen wird wieder im Normbereich sich einpendeln. Wie hier relativ schnell deutlich wird, ist also eine mögliche Ursache für die Erhöhung des Ferritinspiegels die übermäßige Speicherung von Eisen. Diese kommt allerdings relativ selten vor. Unter normalen Umständen neigen wir nicht dazu, zu viel Eisen zu speichern. Unter normalen Umständen passiert etwa das Folgende. Also von oben nach unten sehen wir jetzt einen zunehmenden Überschuss an Eisen. Das heißt, das freie Eisen wird in den Organismus aufgenommen, befindet sich im Blut und aufgrund des Ferritinspiegels ist der Körper nun in der Lage, dieses im sicheren Rahmen zu halten. Also es gibt weiterhin einen Eisenüberschuss, das heißt der Eisenspiegel ist immer noch im sicheren Bereich und dann irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem der Ferritinspiegel maximal ist. Und was jetzt normalerweise geschieht, wenn wir weiterhin Eisen mit der Nahrung aufnehmen, beispielsweise durch Fleisch oder andere eisenreiche Nahrung, der Ferritinspiegel wird einfach in diesem Bereich weiter bleiben. Und der Körper hört auf, weiteres Eisen zu sich zu nehmen. Also es wird keines mehr resorbiert und es bleibt einfach so mit beim gesättigten Eisenspeicher ohne weitere Probleme. Das heißt, eine chronische Eisenüberladung tritt normalerweise nur dann ein, wenn weitere Teile des Eisenstoffwechsels nicht richtig funktionieren. Genau das ist bei Personen mit der sogenannten HFE-Mutation der Fall. Bei diesen Personen kommt es trotz einem vollen Eisenspeichers weiterhin zur Resorption von Eisen und in weiterer Folge damit über viele Jahre oder gar Jahrzehnte zu übermäßigem Speicher von Ferritin. Das kann zum Beispiel die Leber dann betreffen oder die Gelenke. Ist ein Prozess, der viele Jahre dauert, ist aber eine mögliche Ursache für einen zu hohen Ferritinspiegel. Aber eine relativ seltene. Was deutlich häufiger der Fall ist, ist, dass der Ferritinspiegel aufgrund von Entzündungen erhöht ist. Bei Entzündungen wird vermehrt Ferritin gebildet. Vereinfacht gesagt, versucht der Körper, alles freie Eisen abzuschirmen, da freies Eisen oft ein Wachstumsfaktor für mögliche Eindringlinge wie bestimmte Bakterien ist. Wenn euch das Thema im Detail interessiert, ich empfehle euch mein Hintergrundvideo zu Ferritin. Vereinfacht gesagt bedeutet eine Entzündung eine vermehrte Bildung von Ferritin in der Leber. Und eine Entzündung kann nun auf viele Art entstehen. Das bedeutet wieder, dass es hier sehr wichtig ist, die genaue Ursache der Entzündung zu erkennen. Doch aus welchen konkreten Gründen kommt es nun in der Praxis häufig zu erhöhtem Ferritin? Hier sind einige praktische Beispiele. Zur Abklärung einer Blutarmut oder Anämie eines 57-jährigen Rauchers wird Ferritin bestimmt. Es ist hoch und der Patient hat in den letzten 3 Monaten 15 Kilogramm an Gewicht verloren. Die Frage an euch, was ist eine mögliche Ursache? Und wir hatten gesagt, hohes Ferritin, entweder eine Eisenspeichererkrankung oder durch Entzündung. Hier in dem Bereich wäre ich mir besorgt über eine chronische Entzündung. Und natürlich, dass sich hier um einen Raucher handelt, natürlich gerade um die Lungengesundheit, also ein Lungenkarzinom, natürlich wäre auszuschließen, beispielsweise durch zumindest ein Röntgenbild oder CT-Scan. Und die Anämie ist auch eine sogenannte Anämie der chronischen Entzündung, ganz im Gegensatz zu einer beispielsweise Eisenmangelanämie. Wenn ihr mein anderes Video zu niedrigem Ferritin gesehen habt, wisst ihr, dass eine Eisenmangelanämie mit niedrigem Ferritin einhergeht. Beispiel 2.
Zur Abklärung einer Anämie einer 28-jährigen Frau mit Gelenkschmerz wird Ferritin gemessen. Es ist hoch mit 2350. Frage 1 lautet wieder, was ist die Art der Anämie? Frage 2, was ist eine mögliche Ursache? Und wenn ihr kurz nachdenkt, es ist vermutlich wieder eine Anämie der chronischen Entzündung. Jedenfalls keine Eisenmangelanämie, da der Ferritinspiegel sehr hoch ist. Und eine mögliche Ursache wäre wieder eine Infektion oder entzündliche Erkrankung. Das heißt, da geht es jetzt darum, die genaue Ursache herauszufinden. Das ist natürlich Anlass für weitere Tests. Bei einer jungen Frau mit Gelenkschmerz dran zu denken, wären auch Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise Lupus oder rheumatoide Arthritis. Falls euch diese Autoimmunerkrankungen mehr interessieren, empfehle ich euch meine Videos, vor allem zu Lupus. Zusammengefasst, wie man auch hier wieder sehen kann, die Laborwerte sind wichtig, aber es kommt doch sehr viel darauf an, um welchen Patienten es sich handelt, welche Risikofaktoren der jeweilige Patient oder die Patientin hat. Das heißt, es ist immer im Zusammenhang zu sehen mit dem jeweiligen Patienten. Welche Fragen habt ihr zu hohem Ferritin? Schreibt jetzt in die Kommentare und ich werde sie euch beantworten. Wenn ihr es noch nicht geschaut habt, empfehle ich euch auch mein Video zu niedrigem Ferritin sowie zu Ferritinspiegel insgesamt. Und abonniert den Kanal, wenn euch solche Themen interessieren und ihr haltet noch weitere Videos zu interessanten medizinischen Themen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Medizinmensch.